wann hast du das letzte Mal Yoga gemacht, ha? Genau, wahrscheinlich noch nie. Da haben wir eins gemeinsam. Und ich glaube, wenn wir an Yoga denken, dann denken wir an irgendwelche komischen Posen, an irgendwelche Leute, die auf dem Berg sitzen, mit einem Räucherstäbchen daneben und ins Tal runterschauen. Und deswegen kam mir die Idee, dass ich heute eine Woche Yoga probieren werde. Und ich werde sehr viel Yoga machen. Was mache ich? Mir tut's weh. Ich habe einen Krampf. Und ich habe ein Ziel. Das Ding ist, ich mache nämlich regelmäßig Sport. Darauf bin ich ziemlich stolz, weil ich das seit 2 Jahren durchziehe. Aber Kraftsport hat ja eigentlich nichts mit Yoga zu tun, denn bei Yoga geht es ja so ein bisschen auch ums Gelenkigsein. Und wenn wir uns ehrlich sind, ich bin alles andere als gelenkig. Und jetzt eine Frage an euch. Könnt ihr, wenn ihr steht, den Boden berühren? Steht's mal auf. Aufstehen, hab ich gesagt. Steh auf. Ich komm nicht runter. Ich kam nämlich noch nie runter. Mein Ziel ist es, am Ende dieses Experiments den Boden zu berühren. Und dadurch habe ich mir einige Videos auf YouTube rausgesucht, die mir so ein bisschen den Ananasana zeigen sollen. Und wenn ich jetzt Yoga auf YouTube eingebe, dann gibt es da die Maddie Morrison. Diese Maddie Morrison, die kann's. Die ist sehr gut, ah? Das Ding ist bei Yoga, die machen immer ihre komischen Sachen. Dieses Stretching, das kann ich verstehen. Aber dann sitzen die irgendwo und atmen. Und dieses Atmen habe ich auch nicht verstanden, weil Atmen, das kann ich auch so. Und jetzt wollte ich mit euch eine Woche da rein diven wie ein kleiner Delfin und wollte mir das mal anschauen, was ist, wenn ich mich ein bisschen damit befasse. Yoga Challenge beginnt. So, Namaste. Herzlich willkommen zu meiner ersten Yogastunde. Ich bin steif wie ein Brett. Ich kann euch nochmal zeigen, wenn ich jetzt so da stehe, schaut's mal. Da ist super viel Abstand. Es ist unmöglich. Ich habe wahrscheinlich einfach sehr kurze Sehnen. Ich bin jetzt schon außer Atem. Yoga für Anfänger. Hi, ich bin Medi, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Hi! Ja, ich wollte euch eigentlich erst ganz präzise, ganz genau durch einzelne Yoga-Haltungen, sogenannte Asanas, führen. Wem? Ananas? Ich hab's nicht verstanden. Und viel schöner ist es doch, wenn wir direkt loslegen. Ja, go! Von mir aus kann's losgehen! Komm in einen angenehmen Schneidersitz. Siehst du das? Gesäß nach hinten, oben raus, dass ja? Du die Sitzbeinhöcker gut im Boden spürst. Ich bin da. Mit der nächsten Einatmung kreist die Schultern über vorne hoch zu den Ohren. Das ist die Scheiße immer damit diesen Atemdreck da. Nochmal einatmen, Schultern hoch zu den Ohren, ausatmen über hinten unten. Und dann beginnen mit geschlossenen Augen halbe Kreise mit dem Kopf zu kreieren. Wohin? Ich habe mal gehört, das soll man gar nicht machen. Einatmen Mitte. Ausatmen, linke Seite. Oh Gottes Willen, es zwirbelt in der Schulter. Ausatmen, lass den Oberkörper nach vorne sinken. What the fuck? Ah, Alter! Greif gern die gegenüberliegenden Ellenbogen. Wie denn? So ein bisschen von wie? Rechts. Einatmen hier. Ausatmen, geführt. Die macht das auch voll schnell. Ich komme ja gar nicht mit, Herst. Alter, einatmen, ausatmen und 20 Formen dazwischen. Einatmen, rechtes Bein kontrolliert nach oben heben. Und ausatmen, mach mit rechts einen Schritt nach vorne. Das, was, die Hände. Jetzt ist Arsch! Ich habe einen Krampf im Fuß! Und dann bleib gerne noch hier für ein paar Minuten in deiner Schlussentspannung liegen. Ja. Und dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald wiedersehen auf der Yogamatte und noch ganz viele gemeinsame Yoga-Workouts machen werden. Bis dann! Namaste. Ich habe noch nicht genug. Ich liege dann auch. Ananasana. Aber genauso wie es wichtig ist, sich beim Yoga zu schützen, genauso ist es wichtig, sich im Internet zu schützen. Und da kommt CyberGhost VPN ins Spiel. Herabschauender Hund. CyberGhost ist weltweit führender Anbieter in der Privatsphäre und Sicherheitsbranche mit mehr als 38 Millionen Nutzern. Er verbiegt eure IP-Adressen und verschlüsselt euren Datenverkehr. So bist du anonym und nicht rückverfolgbar. Dieses Schneidersitz nach vorne beugen. Das Ganze ist so anonym, dass nicht mal CyberGhost selber weiß, was ihr gerade tut. Eure Daten werden nämlich nicht gespeichert. Wirklich nicht. Jetzt zur Seite ein Bein ausstrecken. Der Vorteil ist auch, dass du geogeblockt Inhalte von über 40 Streaming-Diensten wie Netflix,
Disney Plus und Amazon Prime schauen kannst, die normalerweise nicht in deinem Land verfügbar sind. Zum Beispiel, ich wusste gar nicht, dass auf Netflix One Piece gibt und dann schaue ich Amerika und die Schwandel haben One Piece da drüben. Dank Cybercast VPN habt ihr auch nicht an One Piece. Katze Kuh Dings. Die App gibt's auf super vielen Plattformen, wie zum Beispiel eurem Handy oder auf Linux, auf Mac oder sogar auf der Konsole und am Smart TV. Ich bin in Ägypten, in Kairo. Und man kann bis zu 7 Geräte gleichzeitig schützen. Nach vorne, Grätsche dabei. Und jetzt kommt's, wenn ihr über meinen Link in der Beschreibung geht, kriegt ihr 83% Rabatt. Das sind 2,03 Euro für einen Monat. Und 4 Monate gibt's sogar noch oben drauf. Und außerdem, wenn ihr es nicht so geil findet, gibt's sogar noch eine 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Danke CyberGhost fürs Sponsoren und schaut gerne mal in den Link vorbei. Und ich werde jetzt vielleicht One Piece holen. Dankeschön. Bis später. Okay, ich geb's zu. Ich hab jetzt ein bisschen geschlampt. Ja, seit meiner letzten Yoga-Übung sind ein paar Tage vergangen und ich muss ein bisschen mit dem Game rauf. Ich habe im Wohnzimmer so ein bisschen so Dehnungsübungen gemacht, so aufgenommen und so ein bisschen gezeigt, was ich so kann und ein bisschen auch den Schmerz erklingen lassen. Die Challenge war, jeden Tag Yoga zu machen. Und ich habe dann ein paar Tage vergessen und habe dann einfach, um die paar Tage wieder aufzuholen, einfach mit so einem Schnellstretching gemacht. Die habe mich dann mit dem Danoa hingesetzt. Die habe ich am Abend immer gemacht, um auch irgendwie ein bisschen warm zu bleiben, weil ich halt sehr viel sitze und habe dadurch so ein bisschen mir die Zeit vertrieben. Mein Gesicht war zeitweise sehr schmerzhaft dabei, weil das Dehnen ist halt wirklich das Schlimmste. Ich bin wirklich manchmal wirklich steif wie ein Brett. Das glaubt man nicht, aber probiert das mal selber aus. Springt Sprunggelenk bald raus. Das war schrecklich. Aber ja, das habe ich immer so am Abend immer gemacht. Ich habe mich gefühlt wie ein Mops. Und ich habe mir gedacht, woran liegt es? Dann ist mir eingefallen, ey, die atmen ja alle. Das ist jetzt ein bisschen ein komischer Twist, weil atmen haben wir alle schon gemacht. Ich dachte mir aber, wir gehen der Sache jetzt mal kurz auf den Grund. Warum ist Atmen so wichtig im Yoga? Der Atem spielt eine zentrale Rolle, siehst du? Und die haben wir schon geskippt. Atmen ist für mich wie Magie. Gibt Spannenderes. Um es hier einfach logisch zu halten. Atmen ist wichtiger, damit ich ruhig bleibe und Sauerstoff. So, aber was ist jetzt das Atmen? Warum atme ich? Ich bin eh ruhig, wenn ich Yoga mache. Take a second, roll up through the spine. Maybe loop the shoulders forward, up and back. Aha. Inhaling in through both nostrils. And opening the mind to learn something new. I'm going to take my index finger and my middle finger, heyo, and drop it down towards my palm and just use the thumb and pinky. This is a nice little beginner's tip. Atmen ist irgendwie noch ein spanisches Wort für mich, sorry, aber das Atmen ist so schöne Gedanken. Ja, cool. Ich werde da weiter recherchieren. Da bin ich noch nicht drin. Alexa, welches Datum haben wir heute? Wunderbar. Und das heißt für mich, trotzdem, dass wir jetzt gleich in 2 Stunden live sind heute mit Chillazard, dem neuen Karaoke. Ich habe meine Yoga-Kluft angezogen. Die Matte ist da hinten. Man, the progress ist immer noch nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich brauche und ob ich es irgendwann mal schaffen werde, aber vielleicht habe ich ja nur so lange Beine. Das wird es sein. Wir beginnen im Schneidersitz. Ich sitze. Atme ein. Heb deinen rechten Arm lang nach oben raus. Ich atme. Das ist jetzt das Atmen. Ich soll es ja besser wissen. Und schieb den rechten Sitzbeinhöcker mehr Richtung Boden. Ein Sitzbeinhöcker? Was ist der linke Sitzbeinhöcker? Einatmen. Hohlkreuz. Heb dein Herz. Mein Herz. Ausatmen. Mach dich ganz rund. Mach mich ganz krumm, wenn mit kannst. Nimm die Dehnung wahr. Nimm die Dehnung wahr. Sehr gut. Danke. Schieb dich in den herabschauenden Hund. Ich bin der Hund. Spür die intensive Dehnung. Der Scheißdreck ist, ich krieg immer einen Krampf in dem Teil, wo es nicht sollte. Und dieser Kackteppich da, ich habe ja keinen Platz. Die haben alle ihre 50 Yoga-Studios und ich bin da und hab ein Teppichproblem. Die ist viel zu schnell. Schenk dir ein Lächeln und bedanke dich bei dir selbst. Für diesen wunderschönen und achtsamen Start in den Tag.
Das finde ich jetzt aber schon nett. Namaste. Okay, das war's wieder mit der Trainingssession. Namaste. Wie weit komme ich runter? Schauen wir mal. Und hopp. Ach, das ist immer noch so weit weg. Das kriege ich nicht hin in 3 Tagen. Gegessen, Walking Dead geschaut, jetzt Yoga. Ich habe überhaupt keinen Bock. Ich habe halt schon so viel gemacht und jetzt ist es schon fast 11. Oh, jetzt muss ich noch Yoga machen. Ich will gar nicht. Ja. Noe, freust du dich auf Yoga? Ich glaube, die Noe freut sich auch nicht. Yoga. Und natürlich habe ich mich am Abend auch wieder dann gestretcht, das habe ich wieder durchgezogen mit der Noah. Ich habe auch wirklich manchmal überhaupt keinen Bock gehabt, ja? Man hört's vielleicht auch. Oh! Man sieht's vielleicht auch. Aber die meisten Sachen, die für einen irgendwie nicht gut sind, die machen Spaß, sind wir uns ganz ehrlich. Und man sieht's ja auch ganz gut. Boah, ist das eine Scheiße. Und natürlich wieder Stretching. Habt ein bisschen die alten Sehnen bewegt, gerade nach so einem Stream, wenn es zu 6 Stunden sitzt. Tut, da zieht aber auch alles, ja? Im Stream stehe ich ja nicht, mache ja keine Yoga-Übungen wie ihr. Aber habe ich natürlich auch wieder gemacht. War wieder brav? Was ist das denn? Happy Baby? Ach so ist das. Ach so. Was ist da? Ach so, Bär. Schnauze halt nicht. Um wie weit kommst du runter? Oh. Ja. Ja. Hä, das ist schon echt nah, oder? Ist es? Ich glaube, auf dem Handy sieht es näher aus als in echt. Was soll das denn? Ah, der Nazana. Man ist danach wirklich fertig. Also du drückst hier alle Gelenke weg. Und ich bin ja wirklich jetzt kein gelenkiger Mensch. Aber ich glaube, es geht darum, trotzdem zu machen, auch wenn's schon zwickt. Irgendwann bin ich dann bei ihr, schau sie an. Irgendwann schaue ich auch so. Morgen, Stream 14 Uhr, davor vielleicht, wenn ich Zeit habe. Aber Montag geht's. Montag, Dienstag, Mittag ist dann da. 2-3 Mal am Tag. So. Relativ spät, aber jetzt doch habe ich rausgefunden, warum bei Yoga das Atmen doch wichtig ist. Und seien Sie mir nicht böse, ich habe geglaubt, das ist so ein bisschen spirituell. Ja, in Jojo, wenn man da richtig atmet, da ist man dann super stark. Ja, und das Ding ist halt, so sehe ich das auch ein bisschen, ja. Aber ich habe jetzt was gelesen, nämlich es gibt ein Video von der May Lab. Und die hat nämlich Yoga eigentlich wissenschaftlich geprüft. Und Yoga ist eigentlich echt gut für den Menschen. Wenn du regelmäßig und kontrollierter atmest, dann soll sich deine Merkfähigkeit erhöhen. Das ist natürlich jetzt alles nur vereinfacht erklärt. Und jetzt wird wissenschaftlich. Beim Yoga gibt es etwas, das heißt GABA. Gamma-Aminobuttersäure. So, das habt ihr alle. Und das sind Neurotransmitter im Hirn. Um diese Informationen, die in dein Hirn kommen oder auch nicht zu ordnen. Und dieses GABA zum Beispiel, diese Reizdingsi, wird weniger, wenn du gestresst bist. Im Yoga nimmt dieses GABA aber wieder zu. Yoga kann außerdem helfen gegen Depressionen und wird sogar als Begleittherapie bei Krebs angewandt. Das sind jetzt nur die Sachen, die ich aus dem Video habe. Schaut euch das Video selber an, wenn es euch interessiert. Aber ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, dass wahrscheinlich Yoga so ist wie eine Mandarine. Hilft's nicht, so schadet's nicht, ja? Aber ich probiere jetzt ein Yoga, wo ich mich absolut konzentriere. Jetzt ist Focus Mode activated. Heute ist der Tag der Tage. Der letzte Yoga-Tag. Und heute wird sich herausstellen, ob ich runterkomme. Heute mache ich wirklich den ernsthaftesten Yoga-Tag, den ich bis jetzt hatte. Der wird jetzt nicht lustig, der wird absolut serious. Ich werde alle meine Nasana-Skills auspacken. Und ich bin gespannt, ob es mir gelingt. Mozzanetta me. Onama. Ala Matana. Ja. Ananatana. Ich muss Fenster aufmachen, wenn es macht. Atemübungen beginnen. Ah, ich sehe mehr Farben. Okay, bam, bin ich drin. Okay, ja, Chrome-Werbung zum 20. Mal. Ich weiß, auf dem Video gibt es vielleicht auch eine Werbung. Und ich weiß, sie nervt. Sie nervt auch mich. Außer meiner Cyberghost-VPN. Ah, Kett und Kau. Ey, mittlerweile, ich kenne doch alles mittlerweile schon. Ich bin ja Pro.
Everybody in the house, yeah. Heute muss ich den Boden berühren. Was ist jetzt? Haarkampf, das kann ich. Es ist wichtig, nur so weit zu gehen, wie man kann. Und da ist bei mir Schluss und das ist okay. Ananasana. Hey, what a happy baby! Stretch completed! Happy baby für den Zuschauer! Alle jetzt zusammen, happy baby! Happy Michi. Okay, also, das war jetzt die letzte Yoga-Session für dieses Video. Ich hole jetzt die Noah. Jetzt geht's los. Ey Leute, ich bin nervös. Ich hoffe, ihr habt alle mitgemacht. Weh, wenn nicht. Okay, Noi. Ja. Wie fandest du mich jetzt im Yoga nachträglich? Toll. Findest du, dass ich pickeleckiger geworden bin mit der Zeit? Ich habe schon ein bisschen das Gefühl. Was heißt ein bisschen? Hallo? Ich habe schon viel gemacht. Ja, das war eine Woche. Okay, ah, jetzt ist der Moment der Wahrheit, ne? Schon nicht mehr viel. Noah! Ah. Ey, bist du deppert mit Satz, die Wadenasse? Drück mich runter! Nein! Drück! Nein! Zählt das? Ja. Wenn ich jetzt noch eine weitere Woche durchziehen würde, ich glaube, dann würde ich es schaffen. Vielleicht mache ich auf Instagram ja weiter. Ich war jetzt nicht der Beeindruckendste. Für die Hater, ja? So. Je älter man wird, umso unbeeindruckender wird es auch. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, worum es beim Yoga geht, einfach so das zu machen, was man kann. Ja, ich habe gehört, Yoga soll einen da abholen, wo man gerade ist. Genau. Ich nominiere by the way für eine Yoga-Pose eurer Wahl. Die Freuds, alle drei, die Pisser, die Jen, den NOP, den Krögi, den Funk, die Pan, den Erik, der hundertprozentig nicht mitmachen wird, ist mir aber egal. Creepypasta Punch und Divi und Holla. Auf einer Plattform eurer Wahl. Wer macht sich mit? Ich glaube, was ich bei Yoga nicht so mochte, dieses Spirituelle und Atmen und sowas, da kann ich nicht viel anfangen. Da weiß ich auch nicht, ob ich dafür bin. Aber was ich mochte, war irgendwie, du hast das Gefühl, in selbst nur 10, 15 Minuten was Gutes zu tun und du fühlst dich danach besser. Und das hat dann wiederum Spaß gemacht. Und auch wenn ich es irgendwie noch nicht geschafft habe, für mich war es zumindest ein Erfolg, weil ich war vor Monaten wirklich ein Brett. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das Video ging jetzt eine Woche lang. Bitte gebt ein Like, schreibt es an die das Kommentar folgt auf Instagram, TikTok und so. Danke, by the way, an CyberGhost VPN fürs Sponsern dieses Videos. Die machen jeden Tag Yoga, wie ich gehört habe. An dieser Stelle auch nochmal danke an Maddie Morrison fürs Begleiten der Yoga-Videos. Schaut gerne nochmal auf ihren Channel vorbei, wenn ihr Yoga-Mäuschen werden wollt. Oder schon seid. Und wer noch nicht abgeschaltet hat, vielen lieben Dank. Danke fürs Zuschauen, ihr Süßen. Bis dann. Tschüss. Muah.